Einen wundervollen guten Tag wünsche ich herzlich willkommen zurück bei GTA Liberty City Stories für die PS2, ursprünglich PSP, mittlerweile so gut wie überall spielbar. Wir sind auf dem Weg wieder zurück zu unserer Auftraggeberin, die ihren Ehemann so ein bisschen abfangen will. Der anscheinend eine kleine Scheinehe führt, nur um hier so ein bisschen Rang und Status zu bekommen und nicht aufzufallen, dass er doch sehr, sehr gerne mit seinen Männern abhängt. Ob das wirklich so richtig verstanden wurde, sei jetzt einfach dahingestellt. Da ist gerade ein Cop despawned, das ist auch sehr nett von ihm. Der ist einfach genau in derselben Dimension gelandet, in der normalerweise irgendwelche Kugelschreiber landen, wenn sie runterfallen. Und wir sind schon da. Es ist natürlich wieder das typische Liberty City Wetter für Kazukis Kassensturz. Ich glaube, Kazuki ist auch der Kollege, den wir eigentlich die ganze Zeit behelligen. I'm bathing, Tony-san. We have little time left. My husband knows now who is truly behind his losses. He's coming to kill me. And you. Well, I ain't waiting here for him. Where is he? He's in Belleville, gathering his men. But soon, he will come here. Well, sayonara, sweetheart. My prayers go with you, Tony-san. Good luck. Danke, danke. In dem Fall werden wir uns dann jetzt natürlich einmal der direkten Konfrontation stellen. Konfrontation. Und das ein R ist irgendwie verrutscht im Wort, habe ich so das Gefühl gerade beim Aussprechen. Naja. Ich habe übrigens früher immer frontal gesagt. Also ich habe einfach immer noch so ein R da nochmal hin reingepackt. Das war im Zuge meiner Driverzeit. Frontalangriff oder Crash und sowas alles. Ja. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass es übel umständlich ist, da noch ein R reinzufutscheln und eigentlich frontal reicht ja. Aber naja. Ich habe auch ewig lang noch Bräuche gesagt zu Brioche-Brötchen. Ich würde gerne in den Kommentaren mal sagen, was ihr so für Wörter erst viel zu spät bemerkt habt, dass sie eigentlich anders ausgesprochen werden. Ist immer wieder schön tatsächlich. So. Ach, guck mal, da gathert er seine Man. Den Ort kennen wir doch tatsächlich. Ich glaube, da wird jetzt gleich eine Wohnung frei. Ach nee, guck mal. Hier ist Till. Oh Gott. In dem Fall machen wir das natürlich so. Ich nehme mir das Kukri mal gerne mit. Ich werde es jetzt gerade nicht nutzen, aber... Hinten wäre dann jetzt auch nochmal eine Weste. Ist die immer hier? Habe ich das beim letzten Mal schon irgendwie festgestellt oder so, dass hier meine ist? Oder ist die jetzt nur für diese Schießerei? Na, ich glaube, da ist er. Und da geht die Brücke hoch. Schön über den Mittelpark, wo ich immer noch nicht genau weiß, ob er jetzt Mittelpark heißt oder nicht. Ich hoffe mal, ich habe hier nicht einen Reifen erwischt bei dem Wagen. So, wir fahren hier einmal raus. Weil der dürfte eigentlich auch schnell genug sein, um einen Helikopter zu hören. Da kommen noch mehr Yakuza, das ist mir scheiß... Egal, okay. Ich wollte mit dem Satz erstmal noch warten, bevor ich... Also nicht, dass ich jetzt irgendwo in einem Baum lande und dann sage, es ist mir egal, weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, das beflügelt das Ganze noch, dass ich in irgendwelchen Bäumen lande. Alter, jetzt habe ich eine klappernde Tür. Ich mag keine klappernden Türen. Die klappert immer noch. Okay, ich glaube, wir landen beim Casino. Huhuhu. In dem Fall werde ich natürlich hier einmal aussteigen und die Schießerei weiter fortsetzen zu Fuß. Alles einmal abknallen. Okay, die mit den Autos, die verfolgen mich halt tatsächlich einfach immer noch. Jetzt die Frage... Ach nee, ich muss da sogar hoch. Und da ist es sogar ganz gut, dass ich hier nochmal ausgestiegen bin. Okay, also es ist immer noch so ein leichter Auto-Aim drin, selbst wenn man manuell zielt. Jetzt hätte ich den Typen wahrscheinlich jetzt gerade überhaupt nicht treffen können. Ich erinnere mich auch ein bisschen irgendwo hier in der Nähe, aber dann steht man, glaube ich, auf dem Casino und sniped in die andere Richtung, ne? Irgendeine ähnliche Mission schwebt mir gerade wieder vor. Schön mit dem Regen. You too, leave us. I am going to enjoy thrusting my sword into you. Yeah, I heard that about you.
Okay. In die Richtung habe ich dann jetzt natürlich nochmal gedacht. Warte mal, haben wir hier irgendwo. Habe ich. Meine Shotgun, hatte die nur zwei Schuss gehabt oder so? Naja. Der wollte es ehrenvoll haben, aber ist mir gerade egal. So, das war's mit seinen Leuten. Ich glaube, habe ich jetzt das Schwert sogar theoretisch bekommen? Ich hatte ja eigentlich das gegen das Kukiri getauscht und man bringe Toshiko Kazuki Schwert als Beweis. Ah, darum habe ich es jetzt, okay. Ich hätte vielleicht nochmal mit dem Schwert kämpfen können, aber so in die Richtung ist es dann natürlich auch nochmal angenehmer. Wir müssen jetzt nur allerdings irgendwie an den Cops vorbei. Der Kollege liegt jetzt da oben, da unten steht zumindest ein Yakuza-Stinger bereit. Ich hoffe einfach mal schlichtweg, dass das gut vonstatten geht und die uns jetzt ja, einigermaßen in Ruhe lassen. Warte mal. Ich will sowieso abhauen. Mal den. So, jetzt haben wir drei Sterne. Okay, hätte ich gewusst, dass wir jetzt einfach nur um die Ecke fahren müssen, aber das war ja klar. Das Casino ist ja da direkt um die Ecke. Das hätte ich mir auch mal merken können. Oh, das wird eine gute Zwischensequenz. So, Toshiko. It's over now. Yes. Yes, I knew that. Hello, Mr. Tony. Hey. So, you won. You got what you wanted. Everything worked out great. Great. Yes, great. Really great. So it's, payment time, sweetheart. We are both of us fools and killers, Mr. Tony. I guess we are. The world takes such a terrible toll on your spirit. Wouldn't you agree, Mr. Tony? I guess. But you're free now. I mean, you can go to Costa Rica or Aruba or some shit. Start over new, that's what you always wanted. I don't think I'm ready for a beach holiday, Mr. Tony. I've lost everything. And I have done so deliberately. I've been granted everything I asked for. Now, I just ask to be truly free. Goodbye, Tony-san. Okay. Die war aber auch nicht mehr wirklich Herr in ihrer Sinne, habe ich so das Gefühl. Also ist das Schwert jetzt tatsächlich unseres. Und der Yakuza-Stinger ist auch unsers und wir sind mit der Questreihe auf jeden Fall fertig. Also ich glaube nicht, dass sie uns nochmal eine neue Mission geben wird. Das heißt, ich werde jetzt einmal nochmal hier kurz speichern fahren. Werde die Nacht einmal dort nochmal verbringen in der Bude. Vielleicht kriegen wir bis dahin ja auch nochmal nochmal irgendwie einen Anruf von einem anderen Auftraggeber. Aber ich denke mal, wir werden dann einfach direkt weitermachen mit 8-Ball. Ich weiß gar nicht, wer hat mich eigentlich da drauf gebracht? War das Donald Love, der mir jetzt 8-Ball nochmal gesagt hat, oder war es Sal? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Kann auch weder noch gewesen sein. Aber zumindest wurden wir angerufen und dann wurde nicht von 8-Ball, sondern der Anrufer hat uns dann gesagt, ey. Oh Gott, ist jetzt ernsthaft schon voll mit einem Auto und einem. Ich glaube, es lädt einfach schlichtweg nicht. Ja, egal. Ansonsten nehme ich mir wieder den V8 zur Überfahrt, das ist jetzt auch erstmal wurscht. So, dann können wir direkt zweimal hintereinander speichern, denke ich mal, weil ich glaube, mitten in der Nacht losfahren macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Dann fahren wir auf jeden Fall früh morgens los. Haben dann auf jeden Fall das erstmal erledigt soweit, dann müssen wir in Shoreside Valley jetzt nochmal gucken. Aber 8-Ball, ne, wir haben zumindest ihn noch nicht direkt kennengelernt. Wir sind schon ein paar Mal
mit seinem Bombshop in Berührung bekommen, was hier ja anscheinend immer noch ein Franchise ist. Aber wir haben ihn jetzt so noch nicht direkt kennengelernt, glaube ich. Aber das wird sich dann jetzt anscheinend auch ändern. Das ist die Frage. Von da aus gleich links, dann einmal drehen und dann über die Brücke. Jetzt natürlich wieder die einzigartige Frage, wie kommen wir am besten dann jetzt auf die andere Insel? Es ist auch nicht mehr weit, dass wir tatsächlich, also wir könnten jetzt auch GTA 3 schon, weil ich habe jetzt letztens auch nochmal in die Definitives reingeguckt. Da können wir natürlich auch theoretisch reingucken und dann hätte ich das Verkehrsleitsystem schon bei GTA 3, aber wir wollen ja den PS2-Charme erstmal noch behalten und ich möchte noch einen Teil wenigstens mit dem Retro-Vermerk in der Videobeschreibung haben, bevor wir dann ins HD-Universe gehen, bei dem ich mich aktuell noch weigere, das als Retro zu bezeichnen, auch wenn die 360 so langsam reindippt in die Ära. Aber das werden wir dann irgendwann auf jeden Fall dann auch nochmal vielleicht ändern müssen oder so, ich weiß es nicht. Aber wir werden 3 auf jeden Fall auch nochmal mit dem PS2-Charme zu Gesicht bekommen. Ich denke mal, wenn ich irgendwann zum GTA-Release nächstes Jahr dann wirklich nochmal einen GTA-Marathon im Stream mache oder sowas, weil der Gedanke geistert mir auch noch im Kopf. Dass wir zumindest die Mainline-Games alle nochmal daddeln. Ja, da werde ich dann wahrscheinlich die Definitive einfach machen oder so. Dann landet es auch irgendwie auf Umwegen auf dem Kanal, also von daher habe ich die Spiele dann auch mit drin. So, jetzt allerdings erstmal, wie gesagt, einmal Überfahrt nach Shoreside Vale und zu 8-Ball. Das ist, glaube ich, sogar der Laden. Also es ist, glaube ich, auch einfach die Filiale, die hier ist, in diesem komischen Ladenkomplex, den wir ja schon öfter mal wegen dem Pain Spray besucht haben. Aber dieses Mal lernen wir vielleicht auch 8-Ball einmal in Persona kennen. Bin sehr gespannt auf jeden Fall. Bastelzaster. Jetzt geht's aber langsam los mit den Folgentiteln, ne? Donald sent me to pick up some hardware. Alright, I got what you boys need, but it's gonna cost. Don said you'd pay me up front and he'd reimburse you later. Yeah, I bet he did. Now where's the hardware? Shit, son. Hardware like this takes time to put together. I'll be in touch. Okay, April wird sich melden, sobald die Ware fertig ist. Das habe ich mir den Nachmittag nicht so vorgestellt, aber in dem Fall fahre ich natürlich jetzt erstmal nach Hause. Und hoffe mal darauf, dass vielleicht noch ein anderer Anruf zwischendurch kommt. Also ich habe jetzt auch nicht viel Zeit gehabt zwischen Aussteigen und Mission annehmen. Deswegen weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht, ob jetzt nochmal irgendwie was kommt. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt hier einmal die Runde fahre und dann einmal zu Hause vorfahre und sowas, dann müsste doch theoretisch bis dahin auf jeden Fall mal sowas wie ein Anruf kommen. Das Rumfahren hier übrigens immer noch absoluter Much. Also klar könnte ich da jetzt auch die letzten Stunts irgendwie machen und sowas, aber ich möchte es ja dann trotzdem einigermaßen irgendwie nachvollziehbar halten. Oh Gott. Ja, und nehme erstmal 50 Straßenlaternen mit. Das vielleicht war es auch nur eine, aber wir übertreiben ja gerne mal. Da ist der Deimos. Alleine um die Autos mal zu benennen, weil es gibt bei Liberty City Stories, das hat mich immer gewundert. Es gibt gerade bei dem Teil super viele Autos, die noch nicht anders in irgendwelchen Teilen mal vorgekommen sind. Ich weiß nicht, ob es diese Exklusivwagen auch mal irgendwie mal bei GTA Online oder sowas gab. Die verwenden ja immer mal wieder irgendwas oder machen auch neue Sachen. Aber ich bin echt immer wieder erstaunt von Liberty City Stories, dass hier halt so viele Exklusivkarren mit dabei sind, die es so sonst in keinem anderen GTA gibt. So, ich mache jetzt einfach mal einen kurzen Nap bis zum Nachmittag. Wie man es halt kennt, man pennt um 9 Uhr ein, auf einmal ist 4. Dann gehen wir nochmal raus. Wir gucken einfach mal hin und wieder mal draußen, ob irgendwie was Neues gibt, einen Anruf oder so. Hat er zumindest gesagt, er wird sich melden. Wann er sich meldet, steht noch in den Sternen. Jetzt natürlich. Jetzt, wo ich gerade reingehe. Ja gut, dann gehen wir natürlich wieder raus. Dann soll er sich aber bitte auch melden. Mal, bei San Andreas war es wirklich immer noch wenigstens so, dass wenn man ausgestiegen ist, man direkt den Anruf gekriegt hat. Come in. This is 8-Ball. Your hardware is ready to ship out. Ja, guck mal. Das ging doch tatsächlich noch ein bisschen schneller als gedacht. Also zumindest jetzt den ganzen Nachmittag hat er dann gesessen. Ja, bei San Andreas war es immer wenigstens noch so, dass man, wenn man ausgestiegen ist, direkt den Anruf gekriegt hat.
Hier ist es halt wirklich, man steigt aus, hat noch so ein paar Sekunden und meistens ist man dann immer schon auf dem Weg zum Gebäude. Ich meine, das entzerrt das Ganze mit den Anrufen noch ein bisschen. Ich fahre übrigens wieder falsch. Über den Damm fahren, merke ich gerade wieder. Ich glaube, der Umweg ist an sich ein bisschen angenehmer. Dann fährst du zumindest nicht durch dieses Wohngebiet durch. So. Ist aber auch immer so eine ganz, ganz wilde, unbestimmte Straße hier. Obwohl, und trotzdem ist hier super viel los. Ich weiß nicht, wie es in echt ist. Weiß ich auch noch nicht mal, hat New York da tatsächlich irgendwie einen Damm? Der muss ja sehr weit außen sein dann, ne? Also jetzt auf gar keinen Fall in Manhattan, aber... So, dann wieder auf den Hof. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir die Hardware abholen. Dann bin ich mal gespannt, was wir mit der Hardware so machen. Fall auf Knall. Kriegen wir einen Ladevorgang? Look, man, this truck is loaded. Know what I'm saying? Drive cool. Yeah. It's all good. Sure, I'll put them on. Tony, we're one little job away from being fabulously rich. We've scoured plans of Fort Staunton. Its weakest points are along the old subway that runs underneath the area. Great, Don. All I gotta do is dodge 100 wacko Italians. Just head along the Porter Tunnel and you'll find your way in just fine. Ich weiß, was passiert. Das habe ich ganz vergessen, dass es diese Mission gibt tatsächlich, weil ich immer gedacht habe, die ist relativ am Anfang. Steige in den Van, aber sehr gerne doch. Oder freue ich mich drauf tatsächlich. Fahr zu einem der Eingänge des Porter Road Tunnels. Das ist jetzt nur die Frage, warte mal, wo ist denn der nächste? Den würde ich dann nehmen. So ein paar Wacko Italians, das ist die Sache. Da müssten wir einmal über die Brücke drüber und da kann ich einmal so... Ah, okay, in den Tunnel möchtest du rein. Das machen wir natürlich sehr gerne. Fahren wir einmal so. Ich versuche zumindest schadfrei zu bleiben. Ich habe mich jetzt nicht unbedingt Bock, mit dem Van in die Luft zu fliegen, wenn ich ehrlich bin. Oh nein. Lass die Forellis nicht den Van schrotten. Natürlich sind die hier. In dem Fall machen wir dann doch ein bisschen schneller. Ich habe gedacht, das wird eine gemütliche Fahrt, aber... Denkste. Oh Gott, da hinten ist, glaube ich, die Bomben. Oh, das sind drei Bomben. Ich verstehe. Okay, dann machen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen schneller. Und jetzt habe ich auch wieder die Bestätigung, dass es Donald war und nicht Sal, der uns hier die Aufgabe gegeben hat, die Stadt so ein bisschen umzudekorieren. Folge dem Tunnel. Oh, 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 oh. Checkpoint rennen mit Verfolgern. Und dann sehen wir den Tunnel tatsächlich auch nochmal hier nochmal in Aktion. Ich habe ja letztes Mal hier einfach nur mal so ein bisschen reingeguckt. Ohne großartig zu erkunden, sondern wir sind hier einfach nochmal so ein bisschen durchgefahren. Der ist hier gerade noch brandneu, wenn ich das richtig verstanden habe. Der wurde ja dann jetzt gerade erstmal quasi gebaut. Hier wird sogar immer noch gebaut. Das ist, glaube ich, der Zugangstunnel für Portland. Ne, es ist Staunton Island, okay. Aber ich glaube, das ist dann nochmal irgendwie eine andere Partition, die hier auf jeden Fall immer noch gebaut wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hui! Ha. Ein Hoch auf Framerate-Einbrüche, weil jetzt kann ich wenigstens einigermaßen steuern. Oh Gott. Okay, diese Dreckhaufen immer mal wieder irgendwie draußen lassen. Da wird auf jeden Fall immer noch gebaut. Tatsächlich auch mal schön, den Tunnel so zu sehen. Ich weiß, ich kann mir auch vorstellen, dass das hier alles wirklich nur für die Mission ist. Oh Gott. Dass das hier alles für die Mission ist und diese Mauer normalerweise komplett zu war. Aber wir haben den natürlich im Vorfeld jetzt leider nicht genügend unter die Lupe genommen. Ach so. Ich meine, die hatten rote Pfeile über dem Kopf. Ich weiß jetzt, sie sagten, sie möchten hier raus, aber ich glaube, sie meinten mich, dass ich hier abhauen soll. Und wir hauen ganz schnell ab. Oh Gott, steig wieder in den Van. Die übrigen Sprengkörper an. Okay, wir machen anscheinend mehr noch. So. Bringen natürlich einfach unter der gesamten Stadt irgendwo Sprengkörper an, habe ich so das Gefühl. Unter den tragenden Punkten, so wie er es natürlich gesagt hat. Na, ich komme da nicht hoch.
Vielleicht muss ich da gar nicht hoch. Warte mal, vielleicht muss ich einfach nur zu Fuß rein. Ne, steig wieder in den Van. Ja, fuck you. Von hier aus vielleicht irgendwie besser. Oh, kein Bock, dass der Schaden sich jetzt halt so ewig erhöht, aber hier ist es halt auch super eng. Ah, okay, ich muss ja hier noch rüber. Die beste Route, die man sich hätte aussuchen können, um hier mit einem Van durch die Tunnel zu fahren, ehrlicherweise. Das ist die nächste. Oh. Hinterlasse keine Zeugen. Na gut. Mir zwar für solche Leute dann immer leid, dass die einfach nur, weil sie jetzt gerade zur falschen Zeit am falschen Ort waren, umgebracht werden, aber... Soll ja keiner wissen, dass, was wir hier tun. Da geht der letzte nochmal drauf. Mal schnell nochmal speichern. Verschwinde durch den U-Bahn-Eingang. Ist jetzt die Frage... Obwohl, nee, warte mal. Den Van lassen wir einfach mal hier, der ist ja auch eigentlich nur Beweismaterial und da sind überall die Fingerabdrücke von 8-Ball drauf. Wir nehmen was Neues. Wir nehmen meine Katze. Oh Gott. Im Rückweg abgeschnitten, finde einen anderen Ausgang. Natürlich haben sie hier zugesperrt, die Idioten. Es ist natürlich die Frage, komme ich hier... Muss ich zu Fuß benutze ein Fahrzeug, um die Tore zu brettern. Achso. Wir haben nur noch eine Minute. Die Sprengsätze gehen gleich hoch, Tony. Ich hätte ihn natürlich auch schön hier einfach unten in der Höhle lassen können. So, jetzt aber. Abhauen. Auch so random. Und der gesamte Stadtteil liegt in Trümmern. Lecko Fucky, warte mal, Fort Staunton Museum. Wo sind wir hier eigentlich hier weiter oben? Das ist alles dieses Fort Staunton dann hier alles einmal komplett zerstört. Der komplette Wahnsinn tatsächlich. Einfach mal einen kompletten Stadtteil in die Luft sprengen und dann jetzt einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Hier sind jetzt überall auch nochmal Löcher drin. Und da wird dann jetzt natürlich auch neu gebaut. Ne? Und wer da neu baut, das wissen wir auch. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall erstmal zurückziehen, meine Spuren verwischen und mich vielleicht mal so ein paar Wochen nicht zeigen oder sowas, aka Urlaub machen. Wir sehen uns, und zwar morgen wieder für die nächste Folge. Also für euch ändert sich natürlich nichts. Und ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wenn dem so ist, dann gerne das übliche Zeug da lassen. Morgen sehen wir uns mit Donald Love wieder. Oder vielleicht in-game erstmal in so ein paar Wochen, weil das war jetzt hat ordentlich gescheppert. Vielen lieben Dank, haut da rein, bis morgen und tschüssi.